Wenn man von der Gegenwart aus in die Vergangenheit schaut, gibt es viel zu schmunzeln, zu staunen und auch zu lernen. Darum laden wir euch ein auf einen Streifzug durchs SFDRS-Archiv. Herzlich willkommen bei Retro, meine Damen und Herren. Das Zeitfenster vom heutigen Nachmittag ist ziemlich breit. Wir haben Müsterli parat von 1964 bis 1974. 10 Jahre Fernsehgeschichte, die mein heutiger Gast ganz wesentlich mitgeprägt hat. Er hat in dieser Zeit zu den populärsten Radio- und Fernsehmitarbeitern gehört, der Max Rüger. Sein Arbeiten, das ist nicht nur journalistisch geprägt und als Moderator, das ist nur das eine. Nebenbei hat er noch ganz viel anderes gemacht. Gedicht, Kolumnen, Sketch und Liedertexte hat er geschrieben, zum Beispiel für das Trio Eugster oder Petersen und Mark. Auch als Autor für Theater und Kabarett hat er sich einen unvergesslichen Namen gemacht. Max, wenn man im Archiv umstöbert, trifft man über Jahrzehnte immer wieder auf die Namen. Man hat fast das Gefühl, das Schweizer Showbusiness sei direkt an deine Venen angeschlossen gewesen. Was für eine Verbindung hast du heute zum Showbusiness und zum Medien? Distanziert natürlich, weil mit 71 kann ich mir nicht vorstellen, dass man aktuell etwas Vernünftiges zum heutigen Showbusiness beitragen kann. Aber ganz wichtig, denke ich, ist das Interesse. Das ist interessiert. Ja, das ist voll da. Also da. Was heisst das? Du bist jetzt ein intensiver Radio-, Fernsehkonsument, Zeitungen? Ja, was heisst jetzt? Das bin ich immer gewesen. Aber ich freue mich vor allem, dass es neue Formen gibt, dass es Junge gibt, die ihren Job hervorragend machen. Es ist absolut nicht so, dass ich jetzt muss sagen, yes, es geht, wo wir gewesen sind. Da ist noch etwas gelaufen und heute ist alles... Also es ist nicht alles besser gewesen früher? Früher? Nein. Anders. Anders ist es. Da werden wir sicher darauf zu sprechen kommen und das werden wir erfahren. Ich nehme jetzt mal an, du bist sicher einer, der daheim ein Archiv hat und all deine Arbeiten schön fein säuberlich abgeleitet hast. Das ist eine vollkommen falsche Annahme. Sondern ich habe ein sehr schlechtes Archiv. Ich bin ein miserabler Archivar. Ich habe natürlich auch sehr viel also für den Alltag geschrieben, für den Tag. Und einige Texte und einige Sachen, die behalten wir einfach nicht. Und so Fernsehsendungen? Ja, da habe ich Drehbücher natürlich behalten und Aufzeichnungen zum Teil auch. Aber es hat natürlich Sendungen gehabt, die sind noch mit einem ganz alten System aufgezeichnet worden. Das gibt es nicht mehr. Das ist weg. Also da bin ich sicher, da können wir die jetzt heute Nachmittag sicher sein oder andere Mal auch überraschen. Und ich freue mich, mit dir auf eine, so eine Zeitreise jetzt zu gehen. Erste Destination von unserer Reise ist Lausanne. Der Zeitsprung, den wir machen, geht ins 1964. Lausanne und 1964, es ist eigentlich schon klar, wo es durchgeht. Es erwartet uns eine Fahrt durchs Ausstellungsgelände von der damaligen Landesausstellung Expo 64. Und wir begegnen nach dieser Fahrt einem Jüngling namens Max. Sie haben Generalprobe bereits weekend erlebt, aber Sie haben das Schöne, dass Sie es nicht mehr alleine erleben. Herr Rüger, haben Sie sich bereits schon in die Farbe gesetzt? Oder nein, eigentlich nicht. Ich habe feste Absicht, mich ebenfalls wieder Champi nicht in die Farbe zu setzen. Wo ich eine gewisse Schwierigkeit sehe, ist einfach das, dass man so eine Vielfalt von Eindrücken hat. Das ist alles so unheimlich viel, so vielseitig, vielfältig. Und ich glaube, man muss aufpassen, dass man das einfach mal ein bisschen, dass man ein bisschen Distanz bekommt dazu und dass man auch gewisse Sachen, wo man sicher schon im ersten Moment anfängt zu kritisieren und sagt, na ja, so ist es wahrscheinlich auch nicht ganz, wie es sollte. Immer ganz persönlich meine ich natürlich, dass man da nicht den Fehler macht, dass sofort in die Welt raustrumpetet, sondern dass man einfach sagt, schaut man es mal an, schaut man es, wie es geht. Und ich glaube, so der erste Eindruck, den man bekommt, ist auf jeden Fall
gewaltig und imposant. Und ich muss also sagen, ich freue mich auf morgen. Wie auch in späteren Jahren hat es auch dann viel zu reden gegeben bei der Landesausstellung. Ein Abstecher in die Expo 64 war das. Max, ich muss sagen, ich habe dich nicht wiedererkannt, aber ich habe dich gehört. Von der Stimme her habe ich dich wiedererkannt. Was für Erinnerungen hast du an die Expo 64? Also ich muss es einfach sagen, ganz verrückt schöne. Weil ich hatte das Glück gehabt, dass wir dort, das war noch zum Teil vom Radio aus, gewesen. Also ich habe mit dem Champi zusammen die Eröffnung für das Fernsehen gemacht. Und nachher einen Monat lang haben wir unten bleiben an dieser Expo und haben jeden Tag einfach berichtet. Also das war der Jean-Pierre Gerwig? Der Jean-Pierre Gerwig, ja. Und da hat man einfach eine Beziehung bekommen zu dieser Ausstellung. Und es ist ganz eigenartig, wie sehr viel präsent noch ist. Jetzt. Ich mag mich noch an so vieles erinnern, jetzt auch, als ich wieder da gesehen habe, den Monorail oder die einzelnen kleine, die haben Bill seinen Goldgarten oder den Armeepavillon und all das. Was hat das für das Fernsehen damals, für das noch junge Medium Fernsehen bedeutet, die Landesausstellung? Hat es da irgendwelche Spezialsendungen noch gegeben? Ich weiss es nicht mehr, aber es war natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Und ich weiss also, die Eröffnung war eine einzige Katastrophe, weil das in falsche Schaltungen waren. Der Champi und ich waren auf Kommentar und haben etwas vollkommen anderes auf unserem Bild gehabt als der Zuschauer daheim. Aber man hat dann das alles mit sehr viel Improvisationscharme, wie das ja die Welt schon können. Aber das klingt noch unterhaltsam. Ja, es war sehr unterhaltsam. Nein, also die Expo 64 hat sehr viel Charme gehabt. Wenn du jetzt an die Zeit zurückdenkst, also Anfang 60er oder generell 60er Jahre, was waren so die wichtigsten Arbeitskollegen von damals, die man in der Öffentlichkeit kennt? Also eben der Jean-Pierre Gerwig, dann im Fernsehen der Regisseur, den ich ganz viel zusammengeschafft habe, mit dem Walter Plüss. Mit dem konnte ich eine der allerschönsten Sendungen machen, die ich gemacht habe. Und welche ist das? «Unser Heim ist der grüne Wagen». Eine Erinnerung an die Hardau. Das war stets mal noch das Winterquartier der Artisten, die von der Tournee zurückgekommen sind oder auch von der Artisten, die nicht mehr auftreten, sind eine zauberhafte Sache. Ist das gewesen. Und ja, dann im Radio auch der Hans Gmür. Der Hans Gmür natürlich, selbstverständlich. Aber das war dann so umfassend gewesen. Dort hat ja eure Arbeit ziemlich Früchte getragen. Also, wo ihr die Sendung «Holiday in Switzerland» gemacht habt, habt ihr auch als Verdienst sozusagen Trost durch überkommen. Ja, wie hast du den Hans Gmür in Erinnerung? Den Hans Gmür habe ich in Erinnerung als einen wahnsinnig guten, aber manchmal auch sehr schwierigen Freund. Das habe ich immer gesagt. Wenn das schwierig? Wenn man nicht ganz seiner Meinung war, dann hat er schon sehr können, den Bündner Stierengrind raushängen. Aber das ist immer sehr produktiv gsi und gerade bei dem Holiday in Switzerland. Der Hans war mehr ein Teamplayer als ich. Ich habe immer sehr gerne allein geschafft. Aber das hat dort funktioniert. Wir haben das Holiday in Switzerland, sind wir auf Ascona und haben 14 Tage in Ascona haben wir das Drehbuch geschrieben. Aber ist das vielleicht auch ein bisschen drum gsi, weil der Hans Gmür ein Konkurrent war von dir? Nein, das glaube ich jetzt also nicht, weil der Hans hat irgendwie eine ganz andere Schiene gehabt. Der Hans war auch schon früher renommiert. Der Hans hat ja noch fürs Gonisch und vor allem dann fürs Federal geschrieben, fürs Cabaret. Dort war ich ein junger Schnösel. Meine Cabaret-Karriere hat erst später angefangen. Wir schauen uns jetzt die Sendung an, die wir darüber geredet haben, «Holiday in Switzerland», die auf satirische Art und Weise der Tourismus in der Schweiz aufs Korn nimmt, mit allen Auswüchsen, die dazugehören. «Holiday in Switzerland» anno 1968 ist übrigens auch die erste Farbfernsehsendung in der Schweiz. Wir wünschen gute Unterhaltung, farbenfrohe Unterhaltung für die nächsten 3/4 Stunden.
Du jost, 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 du
Thank you.
La ha ha ha. Parmesan per te, ehi parmesan per me, ehi parmesan per noi, ehi parmesan per voi, ehi parmesan per te, ehi parmesan per me, ehi parmesan per noi. Parmesan per voi, amore mio, un bicchiere di vino, amore te, un bicchiere per me. Salute! Ehi, parmesan per te. Parmesan per me, ehi parmesan per voi, ehi parmesan per noi.
so schön. Anno 1922, ja, da war der Schatzen schön. Ja, das weint mit Vino und so der Brüppel. Thank you.
3, 4, Berserk! Berserk! Stimme mit Skatapitbefer, lieber Knüll, Sabak hier! Hümmer mit Skatapitbefer, lieber Knüll, Sabak! Berserk! Berserk! Lutherbein schluck auf und ein Schnitzelein. Prost! Und sie heißt Roter Wein schluck auf und ein Schnitzelein. Prost! Und sie heißt Erika. Tack, tack, tack. Huba! Bum, bum, bum. Mila! Bum, bum, bum. Blitze! Bum, bum, bum. Aske! Bum, bum, bum. Huba! Bum, bum, bum. Bing, bum. Hop, 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 hop
Frau Meier und Frau Zigerli, schlafen Sie wohl, träumen Sie Yeah.
ja, la la la, du ja, du ja, bin ich teuer. Oh, du ja, du ja, bin ich teuer. Ja, la la la, du ja, du ja. Holiday in Switzerland aus dem 1968 ist ein weiteres Beispiel dafür, dass gewisse Themen nie an Aktualität verlieren. Max Rüger, was für Reaktionen hat es da gegeben auf diese Sendung? Die Reaktionen dieses Mal waren relativ gemischt. Das muss ich sagen, aber im Allgemeinen doch sehr positiv. Und es ist im Nachhinein ein Riesenerfolg geworden. Ich glaube, die Sendung ist etwa in 40 Ländern verkauft wurde. Und was wir komischerweise festgestellt haben, in den letzten paar Jahren, wo es ja immer wiederholt worden ist, hat es den Leuten immer besser gefallen. Die Sendung ist irgendwie wieder modern geworden. Vielleicht versteht man es besser heute, weil man den ganzen Tourismus ein bisschen besser kapiert hat. Ja, ja. Vielleicht seid ihr hier der Zeit voraus gewesen. Aber was hat es für Reaktionen gegeben? Die Presse, ist man da auch gemischter Meinung? Ja, man ist gemischter Meinung gewesen. Und vor allem hat man gesagt, ja, ich meine, die Goldi Grosse, das war eine Auszeichnung für Schweizer Fernsehen. Es hat ja jetzt mal nur eine gegeben und nicht wie jetzt eine ganze Blumenschar von Goldi Grosse in den verschiedensten Sparten. Und darüber hat man schon diskutiert und darüber hat man schon geredet. Wie habt ihr eigentlich seinerzeit das Thema ausgewählt? Wie ist es überhaupt zu Holiday in Switzerland gekommen? Das war ganz eigenartig. Wir haben ja die Gruppe, die Six Harmonics. Das sind die, die den ganzen musikalischen Rahmen bildet. Mit denen habe ich über Jahre und Jahre zusammengearbeitet. Das war so eine Comedy-Gruppe, die in ganz verschiedenen Situationen immer die entsprechende Musik dargeboten hat. Und da haben wir gefunden, mit denen könnte man jetzt einfach etwas machen, das einen gewissen Zeitrahmen umfasst. Und dann ist der Tourismus dazugekommen. Dann hat sich also musikalisch aus diesen Six Harmonics plus der Tourismus von allem Anfang an bis dann am Schluss mit allem zusammen. Dann hat sich das irgendwie zu einem Ganzen gefügt. Das sehr Spezielle an dieser Sendung war ja auch, dass es eben die erste Sendung in Farbe war, ja, hier in der Schweiz. Das war ja sicher etwas Revolutionäres. Also, was war das für eine Herausforderung auch für euch als Macher? Da hättet ihr vielleicht auf neue Sachen schauen müssen. Das weiß ich jetzt nicht, ehrlich nicht. Ich glaube, das war jedes Problem von Karl Sutter, vom Regisseur. Und also, wir haben es so geschrieben, wie wenn es schwarz-weiß wäre. Aber vielleicht auch, dass es gewisse Leute gar noch nicht haben farbig schauen können. Das, ja, das ist auch möglich. Und ganz wichtig war natürlich, dass wir einen grossartigen Bühnenbildner hatten, Fritz Putz. Wenn du jetzt das anschaust, auf was bist du am meisten stolz? Ja, eigentlich aufs Ganze. Ich finde das Ganze nach wie vor lustig. Also, falls jetzt Leute meinen, ich sei besonders stolz auf das Tänzchen, das ich dort gemacht habe, mit der Inés, ist das nicht, das finde ich nach wie vor einfach keinem lustig. Aber du bist schon auch gern vor der Kamera gewesen, du bist schon auch gern auch Schauspieler gewesen. Ja, Schauspieler, sagen wir mal Darsteller.
Ja, das hat mir immer Spass gemacht. Oder? Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht, aber nie die Absicht gehabt, da ganz gross ins Theater einzusteigen. Sondern, Als nächstes stehen Ausschnitte von einer Silvester-Sendung anno 1973 auf unserem Programm. Hier sehen wir unter anderem den Max Rüger, jetzt gerade eben in einer Rolle, zusammen mit der damaligen Fernsehansagerin Rosmarie Pfluger. Und auch sonst treffen wir auf ein paar ganz bekannte Gesichter und auch Stimmen aus dieser Zeit. Allen voran natürlich der Zarli Garicet, der Gastgeber war. Ganze Beiz heiter hat es damals geheissen. Ein paar Sekunden sind wir so weit. Wir nehmen euch ganz normal. Einfach wie sonst. Gib mir noch mal den Spiegel. Sitz, Frisur. Prima. Ich bin ganz nervös. Das leid sich. Ist alles in Ordnung dahinter? Du? Alles in Ordnung. Wir nehmen euch ganz normale Menschen. Einfach ganz natürlich. So locker wie möglich. Wir wollen keine Kamera da oben. Einfach ganz normal. Einfach ganz normal. Jesus, die läuft ja schon. Was? Tatsächlich. Jetzt noch die Nerven nicht verlieren. Lächeln. Guten Abend. Guten Abend miteinander. Es gibt verschiedene Arten, der Silvester zu verbringen. Allein, zu zweit oder mit Freunden. An einer Party mit lustigen Hüten auf dem Kopf. An einer Party ohne lustige Hüten auf dem Kopf. An einem Candy-Like-Dinner, an einem grossen Ball. Oder wenn es einem stinkt, mit einer Schlafpille im Nest. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Zum Beispiel als Fernsehgast bei mir, in meiner schönen, kleinen, stimmungsvollen Künstlerbeiz. Jetzt kommen die Leute vom Fernsehen. Die haben seit dem letzten Frühling der Sechseliter-Komplex. Ein Böck. Ein Böck. Ein Böck? Pardon, Blödsinn. Ein Bier natürlich. Es ist einfach schaurig. Ja, nimm es nicht tragisch. Ich muss es tragisch nehmen. Ich bin noch nicht drüber weg. Ich habe ja nichts dafür, dass es den blöden Umzug geregnet hat. Das nächste Jahr verlange ich auf jeden Fall Böckenverbrennungszeit bis über die Tagesschau raus. Lass, in der Fernsehreorganisation wird der Böck ein Hauptpunkt sein. Was wünschen Sie? Ein Zweierli Rote, bitte. Ein Zweierli Rote. Rote Lindenblütentee natürlich. Guten Abend miteinander. Kannst du mir sagen, was du willst? Mit ein bisschen Glück wären wir jetzt im Fußball in der Weltmeisterschaftsendrunde. Meine Worte, meine Worte. Mit ein bisschen Glück hätte Cody Müller den Topf, den er nicht gemacht hat, gemacht. Mit ein bisschen Glück hätte der Deck das faule Ei, das ihm ein ist, auch nicht ihr gelassen. Stimmt. Ja. Mit ein bisschen Glück wäre François Monod an der Schwimmweltmeisterschaft in die Medaille gekommen. Ja, mit ein bisschen Glück wäre Paul Weyer heute Europameister. Mit ein bisschen Glück wären wir im Eishockey heute noch in der B-Gruppe. Mit ein bisschen mehr Glück sogar noch im A. Ja. Ja, und vergessen wir den Scherbini. Mit ein bisschen Glück hätten wir den Boxweltmeister. Mit ein bisschen Glück wäre der Sepp Fuchs heute ein Spitzenprofi. Der Merks ist weiss wie froh, dass ihm Sepp das bisschen fehlt. Weißt du, was gut ist? Nein. Dass wir wenigstens im Geschäftsleben ein bisschen Glück haben. Im Business ist die Fortuna auf unserer Seite. Ja, wir müssen aber auch genug krampfen dafür. Ja, wir sind nicht vergeben eines der verkrampftesten Länder der ganzen Welt. Wenn Sie da damit sagen, unsere Spitzensportler krampfen nicht. Nein, beruhigen Sie sich. Aber bei denen fehlt es eben ein bisschen Glück. Erstlich oder primo, das ist Latein. Mögen ihr bei Tisch feinartlich sein. Mit Zung und Finger nicht nach dem Braten schnalzen. Secondo, so euch der Mund vom Speck geschmolzen, so wischt ihn ab, ehe ihr zum Becher greift. Den Herrn wird zuerst auftischt wie gerecht, wissend wir doch noch immer, wer das edle Geschlecht. Und zum Beweis ein gar subtil Liedlin, gemünzt auf all die Vetteln und Quadratwampen, die da auf der Gassen stehend und schnatternd als die Gänz beim Nudeln. Ein schrecklich Alp hat mir geträumt, letzthin in den Nächten. Was bringt euch so in Rage? Lässt euch gleichzeitig erröten und erbleichen? Böse Gedanken sind's, die kaum mehr aus dem Köpfchen mir entweichen.
Geben Sie frei. Befreit euch vom hinterlistigen Spiel der Teufelsbuben. Nun gut, dass ich erscheinen werde eines Tages, aus einem Kasten sprechend, zu gleicher Zeit in allen Schweizer Stuben. Guten Abend, liebe Fernsehzuschauer. Oh, Satansbrut, die unsere Seele mit wilden Fantasien zu verwirren sucht. Ein furchtbar Zukunftsbild. Es sei verflucht. Doch, edler Herr, zu meiner Sitten sagt mir, ist's möglich, dass anstelle der Menschenkraft in ferner Zeit nur ein Maschinlein für uns schafft? Der kühne Geist wird vieles aus sich denken, um Männern Zeit fürs Denken mehr zu schenken. Und Frauen, Mägdlein? Verweilen die auch weiterhin an Herd und Topf? Es ist besser so. Was würden sie sonst tun? Zum Denken fehlt dem Weib der Kopf. Wie ihr hier sprecht, das ist dem zarten Weibe gegenüber schnöder Hohn. Doch Straf wird kommen über euch mit einer neuen Frauenkreation. Hilf, Himmel! Emanzipation! Ha! Doch Weib und Männlein werden sich auch weiterhin verbinden. Wie ich es sehe mit meinen Äugerlin, so zieht auch später noch den Mann zum Weib und umgekehrt auch hin. Man hört aus fernen Ländern, das frohe Spielchen wird sich sogar neu beleben. Die Kirche sei schon bald so weit, das Zölibat hienieden aufzuheben. So kühnes Prophezeien könnt ja den Schlaf mir rauben. Indes, ich schlaf ruhig weiter, kann nämlich es nicht glauben. Erstaunlich, wie in solch bedeutend Nacht die Fantasie im Menschenkopf erwacht. Doch morgen früh ist sie verblasst. Es dominiert der Katzenjammer. Was übrig bleibt, ist Kopfschmerzgefühl und Worte wie: Das ist der Arme. Wie jedes Jahr in dieser Nacht. Jedoch sei Glaube, Hoffnung, Zuversicht der Meister. Wenn wir auch übers Jahr zu gleicher Stunde erkennen hier, es war alles Schei. Es war alles Scheibenkleister. Ein letztes Ständchen lasst erklingen, bevor zurück wir in die Neuzeit springen. Noch lasset sie uns trinken auf die Minne, von der die Hold Isolde da sagt, sie ist weder süß noch sauer, sie ist weder heiß noch kalt, sie ist ein sänftigliches Schmerzen, ein Zwingen edler Herzen. Country maid up to London has strayed, although with her nature it did not agree. So she wept and she sighed, and bitterly she cried, I wish once again in the north I could be, for the oak and the ash and the bonny ivy tree, they all grow green in the north country. While sadly I roam, I regret my dear home, where the lads and young lassies are making the hay, where the birds sweetly sing and the merry bells do ring, and the maidens and meadows are pleasant and gay, for the oak and the ash and the bonny ivy tree, they all grow green in the north country. If I please, I could marry with ease, where the maidens are fair, many lovers will come, but he that I wed must be north country bred, and carry me back to my own country, for the oak and the ash and the bonny ivy tree, they all grow so green in the north country, for the oak and the ash and the bonny ivy tree, they all grow so green.
ist ja üppig zu und her gegangen damals. Ausschnitte aus der Silvestersendung «Ganze Beiz heiter» 1973 ist das gewesen. Max Rüger, du hast ganz am Anfang die Hände verworfen, als du dich gesehen hast, reinkommen mit der Rosmarie Pfluger. Warum? Ja, ich mag mich noch ganz genau erinnern, als wir diesen Auftritt probiert haben. Mit dem Carly Sutter war ja sowieso wunderbar zu arbeiten. Und es ist sofort ist da sehr familiäre, lustige, gelockerte Atmosphäre gewesen. Und jetzt ich kann einfach mal so lachen wieder, oder? Das ist ja schon recht so. Das soll man auch, wenn man irgendein Fotoalbum anschaut von früher, dann muss man auch lachen und schmunzeln, wenn man sich selber sieht. Ja, aber du hast jetzt die familiäre Atmosphäre angesprochen. Wie habt ihr solche Szenen gedreht? Ist man einfach mal auf den Gang rausgegangen und dann ist Rosmarie Pfluger gekommen und gesagt, hey, willst du nicht schnell bei einem Sketch mitspielen? Oder wie hat das ausgesehen? Nein, das war ein Festdrehbuch. Und das hat man hart geprobt. Also das dann schon. Und allzu viel Zeit zum Wiederholen hat man natürlich schon nicht gehabt. Also, aber speziell ist ja, dass man jetzt eben Programmschaffende hier auch in Sketch eingebunden hat. Ja, das ist dort das Spezielle. Es hat ja auch andere Gäste gehabt, die dabei waren. Jetzt mal der Erik Ode, der Kommissar, oder? Der war dann Gast. Und das war lustig, dass man Leute von dahinten nach vorne gebracht hat. Und von den Themen her gibt es gewisse Sachen, die auch heute immer noch aktuell sind? Ja, Namen sind natürlich völlig weg, das ist klar, aus der Medienmerks. Aber ja, aber so Themen wie zum Beispiel das Zölibat, das besprochen worden ist, doch nicht, bleibt man auch heute immer noch ja, dran rum. Ja, sicher. Und, ja. Wie ist das eigentlich die Wichtigkeit von einer so einer Silvester-Sendung? Wie wichtig war die im Programm? Ich glaube, die war sehr, sehr wichtig. Mal. Also der Höhepunkt vom Jahr? Einer der Höhepunkte vom Sektor Unterhaltung, ganz bestimmt. Und das ist ja mittlerweile verflacht, oder? Das ist ganz klar. Aber jetzt mal ist das, hat man unglaubliche Anstrengungen gemacht, etwas sehr, sehr Spezielles für den Silvester, fürs eigene Publikum zu produzieren. Wir haben jetzt hier viele prominente Gesichter gesehen. Was für Erinnerungen sind jetzt bei dir wach geworden an die Kolleginnen und Kollegen? Ja, ich habe mich natürlich vor allem der Charlie Garicetto, oder? Das war ja einer, den ich viele, viele Jahre immer begleiten durfte, zum ersten Mal richtig kennengelernt habe. Das war der Niederdorfoper. Und dann habe ich auch für ihn also Bündner Jägergeschichte geschrieben. Er hat es dann aus Bündnerdeutsch übersetzt. Und aber da sind ihr jeweils zusammengehockt, ja, wenn du so etwas geschrieben hast? Ja, oder? Da sind wir ausgiebig zusammengehockt. Was heisst ausgiebig? Kein Detail jetzt bitte. Aber das ist schon eine private Freundschaft. Ja, sehr eine private Freundschaft. Überhaupt nehme ich an, sind hier viele private Freundschaften auch verbunden gewesen mit dieser Arbeit? Freundschaften und vor allem auch Kollegialitäten. Also, selbstverständlich hat es Rivalitäten gegeben. Aber im Allgemeinen ist die Atmosphäre zum Arbeiten mit diesen Kolleginnen und Kollegen einfach gut gewesen. Und, ständig in Beizenstimmung? Ja, das auch. Ja. Das auch ja. Unser nächster Zeitsprung bringt uns ins Jahr 1974. Dann hat der Häsi Osterwald sein 25-jähriges Show-Business-Jubiläum gehabt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Papa. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Hazzy. Happy Birthday to you. Baba! Hasi Osterwald feiert dieses Jahr gerade drei Jubiläen miteinander. 30 Jahre Kapellmeister. 25 Jahre Hasi Osterwald Sextett. Jet Set. 20 Jahre Fernsehshow. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Da ist natürlich wieder mal eine Frau dran schuld. Eine Frau dran schuld. Guten Morgen, Wendler. Guten Morgen, Osterwald. Ich habe eine Zahlung. Wunderbar. Aber kommen Sie zuerst einmal rein und trinken Sie ein Gläschen mit uns. Gerne. Was ist Geburtstag? Einen, drei. Kommen Sie mit. Grüezi miteinander. Ja, grüezi. Herr Brändli, bitte schön. Merci. Grüezi. Willkommen. Prost. Prost. Herr Brändli, haben Sie den Hasi Osterwald schon gekannt, bevor er da gewohnt hat? Ja, ich habe ihn gekannt vom Fernsehen. Und was haben Sie besonders mögen an ihm? Ja, seine Stimme und überhaupt Show, der Auftritt. Was gefällt Ihnen an der Musik vor allem von ihm? Ja, die Art, wie er sie verkauft und auch der Rhythmus.
Und wenn Sie eine Lieblingsnummer müssten jetzt mir sagen, wo Sie haben, hätten Sie eine? Ja klar, der Konjunktur, tschau, tschau, tschau. Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit auf diese Tour. Nehmen Sie sich Ihr Teil, sonst schämen Sie sich. Und später gehen Sie nicht zum großen Festbankett. Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit auf diese Tour. Sehen Sie doch, die anderen stehen schon dort und nehmen die Creme schon fort beim großen Festbankett. Man ist, was man ist, nicht durch den inneren Wert. Den kriegt man gratis, wenn man Straßenkreuzer fährt. Man tut, was man tut, nur aus dem Selbsterhaltungstrieb. Denn man hat sich nur selber lieb. Drum gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit auf diese Tour. Holen Sie sich Ihre Kohlen wie der Krupp von Polen aus dem großen Weltgeschäft. Ojo, doho, Sellerie, ojo, ojo, doho. Und ich ziehe, ojo, ojo, doho. Meine große Winde heut. Binke, 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 binke. Ojo, doho, sehr bonheur, ojo, doho, ojo, doho. Und ich schwöre, ojo, doho, ojo, doho. Auf die gute neue Zeit. Binke, binke, binke. Das ist eigentlich von meinem Start her mein grosses Vorbild gewesen. Natürlich nicht unbedingt stilistisch, wir sind vielleicht eine Generation jünger, aber auf jeden Fall in der Art vom Aufbau, von einem sauberen Konzept, von der Seriosität her, ist er immer mein grosses Vorbild gewesen, von Anfang an und auch heute noch. Der Hasi Osterwald ist nicht nur ein Begriff und ein Idol vom Showbusiness, sondern er ist ein Wegbereiter. Frau Osterwalder, haben Sie eigentlich gedacht, dass Ihre Bube mal Musiker wird? Ich muss offen sagen, ich habe es ein bisschen gehofft. Und ist das schon von allem Anfang an, hat sich das ergeben oder ist das eine Überraschung gewesen? Nicht einmal so. Ich bin schuderhaft gerne in jedes Konzert gegangen. Ich habe im Theater ein Abonnement gehabt und habe immer gedacht, ich will mein Bub würde mal das erreichen, was ich nicht erreicht habe in der Musik. Ah ja, und was hat er dann eigentlich vorher gemacht, bevor er Musik studiert hat, bevor er zur Musik übergegangen ist, Herr Osterwalder? Ja, er hat daheim Klavier gespielt, hat mit einem Lehrer Klavier spielen und hat angefangen zu komponieren und hat immer den ganzen Boden voll Noten gehabt. Er hat überhaupt nicht mehr ins Zimmer rein. Es war einfach alles überlegt mit Noten. Ist der Hasi ein lieber Bub gewesen? Ja, das darf ich sagen. Sind Sie verstanden als Vater? Ja, ein erstklassiger lieber Bub. Er war ein ganz erstklassiger Kerl gewesen, immer. Der, der noch geschootet hat, ist er halt. Müssten wir lügen? Das natürlich sagen. Der, der noch geschootet hat, nicht nur, ist er gross geworden, auch im Shooten. Und da habe ich gesagt zu ihm, mach lieber Musik, wenn du shooten. Wir machen Musik, da geht euch der Hut hoch. Wir machen Musik, da geht euch der Bart ab. Wir machen Musik. Bis jeder beschwingt sich. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Wir machen Musik, da geht euch der Knopf auf. Wir machen Musik, da bleibt euch die Luft weg. Wir machen Musik, bis euch unser Takt packt. Do, la, mi, fa. Wir waren 10 Jahre lang zusammen in der Rosa. Ich hatte ihn als Erster nach Deutschland geholt zu einem Film, der hieß damals Liebessender X, das sind sogar 16 oder 17 Jahre her. Dann habe ich mit ihm ein paar Filme gemacht, den Röckfilm Zürcher Verlobung. Ich habe ihn getroffen in Berlin zum ersten Mal zu den Dreharbeiten von Liebe, Tanz und 1000 Schlager. Ich glaube, da bin ich noch ganz klein, als ich das erste Mal von ihm gehört habe. Man sieht es ja in Amerika, es gibt ja keine Altersgrenzen, wenn man etwas kann, sondern es gibt einfach gute und schlechte Leute. Dieses Sextett hat die Deutschlandhalle gefüllt mit Musik.
Und Hasi wurde also immer berühmter und immer berühmter. Und mit Michael Fleker schon 49, 48 haben wir schon Sendungen gedreht in Stuttgart. Das sind ja die modernsten Shows gewesen überhaupt. Der Weg nach Halligalli. Michael Fleker hat Regie geführt. Der Hase hat das Feeling fürs Publikum. Well, I love him very, very much and I'm so happy that he has made these 25 years in show business. Weißt du noch, was man anno 30 sang? Weißt du noch, wie der alte Charleston klang? Jazz, das war Music, Jazz, jedes Grammophon, Jazz, Quake im Monoton, kennen Sie den allerneuesten Charleston schon? Weißt du noch, was man anno 50 sagt? Weißt du noch, ha? Wie der schräge Bebop klang? Jazz, das war Music, Jazz, das war zu Rabu, Jazz, das ging immer zu Schlabberab, 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 Buhu. Was ist Ihre Lieblingsnummer von Hasi? Sein Tiger Rag, sein Super Tiger Rag. Fahrstuhl nach oben ist besetzt. Ja, das war Whisky pur. Down by the Riverside. Da, mit dem schwarzen Chapeau. Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt. Kriminaltango. An den Kriminaltango. Ich habe wohl eine Lieblingsnummer. Ich habe natürlich das auch gesungen, aber ich finde es von ihm besser. Kriminaltango. Und sie tanzen einen Tango. Alle, die davon nichts ahnen. Und sie fragen die Kapelle, haben sie nicht was Heißes da? Denn sie können ja nicht wissen, was da zwischen Tag und Morgen in der nächtlichen Taverne bei dem Tango schon geschah. Rote Laterne, glühende Blicke, steigende Spannung, und in die Spannung, da fällt ein Schuss. Und sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und die Kripo kann nichts finden, was daran verdächtig wäre. Nur der Herr da mit dem Kneifer, dem der Schuss im Dunklen galt, könnt vielleicht noch etwas sagen, doch der Herr, der sagt nichts mehr. Kriminaltango. Dunkle Gestalten, rote Laterne, Abend für Abend, immer das Gleiche, denn dieser Tango geht nie vorbei. 25 Jahre lang immer in sie. 25 Jahre lang Frohsinn, Medizin sie. 25 Jahre lang mit 6 Gielen für praktisch alle Jahrgänge Fielen, mit Gags und Hits und Tanzschritt strampeln, zum Publikum vor Freude la trampeln. Wer kann so Zeugs, wo allen gefällt? Der Jet Set mit dem Osterwald.
farbig und glamourös und alle waren noch so extrem jung. 25 Jahre Häsi Osterwald, sehr privat ist das hier zu und her gegangen. Sogar der Böstler vom Häsi Osterwald hat man lernen können. Eigentlich People-Journalismus pur, muss man hier sagen. Das war doch ungewohnt in den 70er Jahren, oder Max? Ja, es war schon ein bisschen ungewohnt, aber das ist natürlich ein spezielles Ereignis. Quasi Open House beim Hasi in der Villa zu Feldmeilen. Da sind einfach alle, die irgendwo mal und irgendwann mal seinen Weg gekreuzt haben. Aber ich sage, das hat man ja schon inszeniert fürs Fernsehen, oder? Inszeniert hat man es schon zum Teil. Aber es ist sehr viel spontan gemacht. Das ist auch wieder der Carly Sutter, der Regie gemacht hat. Man hat sehr viel spontan einfach Material gemacht, dann zusammengeschnitten. Also mit diesen Interviews, ich meine, da lache ich mich auch schief, wenn ich denke. Und das ist jetzt, Dani, etwas sehr Typisches. Wenn ich mich anschaue, wie ich den jetzt mal interviewt habe, und wenn ich jetzt unsere jungen Kolleginnen und Kollegen sehe, da merkt man einfach, es ist, weiss Gott, heute besser. Ja gut, es ist nur mal eine andere Form. Aber ja, also, ich meine auch das. Für Tierernst bei diesen relativ belanglosen Fragen und alles das. Und dann der Herr Brändli. Aber wichtig ist ja, dass die Leute haben erzählt. Und das haben sie haben gemacht. Ja, oder? Das stimmt. Also die Mutter und der Vater, die haben erzählt. Und das ist People-Journalismus. Ja, die sind auch super gewesen, das ist klar. Vielleicht sogar ein bisschen der Grundstein gewesen. Du hast ja später hast du ja sowieso auch People-Journalismus gemacht für die Schweizer Illustrierten, oder? Eigentlich nicht. Das nicht? Nein, ich habe nie den People-Journalismus. Ich habe Porträts gemacht. Ich bin zu den Leuten heim. Aber also den People-Journalismus habe ich nie gemacht. Also willst du dich davon distanzieren? Nein, davor, nein, oder wie? Überhaupt nicht, weil ich das nicht kann. Ich hätte das auch nie können. Aber wenn wir noch einmal zurückgehen an die Party, 25 ja. Jahre her in Osterwald, was ist denn da sonst noch so abgegangen? Erzähl mal. Was weißt du? Es war einfach ganz verrückt gewesen. Da ist man rumgestanden und der Carly hat wieder gesagt, so, jetzt ist der, jetzt Gang und Interview. Macht das Interview und danach hat man das gemacht, hat das Mikrofon auf die Seite gelegt und bums, ist schon wieder jemand da gewesen. Und dann hat man dort wieder ein Gespräch gehabt. Man ist rumgestanden, es ist immer intensiver geworden, die Gespräche. Immer. Und ich mag mich noch etwas erinnern, es hat jetzt mal der Regisseur von all diesen Häsi Osterwald-Shows, die wir ja Ausschnitt gesehen haben, die jetzt mal revolutionär waren, das war Michael Pfleghar. Und beim, das war so ein Running Gag. Von allem Anfang hat man gesagt, der Michael kommt dann. Dann also an die Party? An die Party. Ja. Und eine halbe Stunde später, wo ist der Michael? Ja, er kommt schon. Ja. Er ist nie gekommen. Ist also, aber das ist. Es war unglaublich. Ich nehme an, als Radio- und Fernsehmann hast du auch eine persönliche Beziehung zum Häsi Osterwald, oder? Ich hatte eine persönliche Beziehung, aber die ist natürlich auch etwas berufliche gelaufen. Geschrieben habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, nie etwas für ihn. Aber ich war an seinem 50. Geburtstag auch dabei. Ich habe ein paar Sachen mit ihm, zusammen mit ihm gemacht. Aber es ist eine berufliche. Der Anfang war beruflich und daraus hat sich dann eine sehr, sehr schöne Kollegialität entwickelt. Was für eine Wichtigkeit hat der Häsi Osterwald im Schweizer Showbusiness? Ganz dominante. Also der Häsi hat einfach, mit dem Sextett hat er etwas erfunden. Ich meine, da ist plötzlich nicht einfach, sind sechs Männer auf der Bühne und haben Musik gemacht, gute Musik, sondern da sind immer mehr die Show-Elemente sind zusammengekommen. Und man kann sich eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen. Was ist denn hier abgegangen an Konzert? An Konzert? Ich meine, Konzerte sind schon auch wichtig gewesen. Aber wichtig sind seine Monatsengagements in den grossen Häusern, in Deutschland, am Tegernsee, im Bayerischen Hof oder in Kulm an Rosa, wo die Leute einfach wegen dem Häsi und seiner Show gegangen sind. Und das war einen Monat, zwei Monate, das war auf Jahre ausbuchen. Ich glaube, das ist auch das Spezielle daran. Er hat ja nicht nur in der Schweiz gewirkt, er hat vor allem auch im Ausland gewirkt. Ja, ja, oder? Natürlich. Und mit seinen paar Hits, die er hatte und mit dem festen Ensemble. Das ist also ganz, ganz toll. Das ist irgendwie einmalig geblieben. Auf ein Wiedersehen mit weiteren grossen Namen aus dem Schweizer Showbusiness von den 70er Jahren dürfen wir uns jetzt freuen. Wir schauen nochmal in eine Silvestersendung hinein, also in so einen Jahreshöhepunkt vom Fernsehen. 1974 war es. Allegra hat es dann geheissen mit dem Charlie Garicet. Wie könnte es auch anders sein, wenn es Richtung Bündnerland gegangen ist? Thank you.
Alle Billy bitte vorwärts. Fahrkarten, Fahrscheine. Jemand neu zugestiegen. Man muss halt Sprache können als Kondi vom Engadiner Express. Es wäre ja gut möglich, dass plötzlich der Gunter Sachs auf dem Fensterbänkchen hockt. Oder der Schaf von Persen persönlich mit seiner Frau. Und dann, was sagst du? Bist doch einfach der Tschutsch, wenn du Sprache nicht kannst. Tickets, please, my fair lady and gentlemen. Ob schon die eher mit dem Privatluftverschmutzer in unsere höhere Alpenwelt aufgezwitschert. Es sind Kommoder und Steuerzahler, das wäre es ja hin. Die berappen es ja, die entschappen die Alpes. Ich bitte. Kinder und Kindsköpfe brauchen nur ein halbes. Und was für eins brauchen Bündner? Die zahlen einfach, einfach für einfach. Und wenn sie romanisch können, Retour für hin und zurück. Und halbe Bündner? Die zahlen das Doppelte. So viel wird doch ein Nostalgietrip mit einem hochalpinen Defizitvehikel, genannt Rätische Bahn, dann wohl noch wert sein, oder? Ja, und was für ein himmeltrauriges Unterländernebenloch hat denn sein Schicksal verschlagen? Auf Zürich! Oje, oje. Mein hässlicher Beileid. Ja, kennen Sie denn Zürich überhaupt? Ich darf nicht daran denken, an die 165 Franken. Und ich bin mein einziger Niederdorfslalom. Gegen alkoholische Getränke und leere Versprechungen bin ich so ein blonder Wundernocken eingetauscht haben. Allegra. Wieso Allegra? Weil man bei uns anstatt Salü oder Hello oder Hallo, sagt man bei uns manchmal Allegra. 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 Entschuldigen Sie. No, was wär's? Müssen wir in Samaden umsteigen? Ja, wohin willst du jetzt schnell fahren? Schulz. Wie bitte? Auf Schulz! Wissen Sie nach dem Motto, wenn der Kondi taub ist, reißt dem Fahrgast der Geduldsfaden, denn er will nach Schulz. Wo hat das Beruf, hä? Ja. Nein, da sind Sie böse auf dem falschen Mississippi-Dampfer. Ja, können Sie denken. An unserem Schienenstrang gibt kein Ort, wo Schulz heißt. Ja, Quatsch. Meinen Sie, ich fahre seit 40 Jahren auf dem Schmalspurschlitten kreuz und quer durch die 150 Täler große Alpenrosengarten und wissen nicht, was für Flughäfen unser rätische Raumschiff ansteuern. I'm sorry. Das heisst jetzt Schkuhl. Spielt das eine Rolle, ob man Schkuhl sagt oder Schulz? Wenn das keine Rolle spielen würde, hätten doch die von Schkuhl nicht für Tausende von Franken alle Ortstafeln, Schilder, Wegweiser und Briefköpfe umändern lassen von Schulz auf Skull. Nach dem Motto, ich komme verrückt, mir steigt der Puls, höre ich statt Skull noch einmal Schulz. In dem Fall könnten Sie sicher etwas erzählen über Skull. Alles kann ich erzählen, was es über Skull zu erzählen gibt. Jetzt haben wir erzählt, schon unsere Urgroßvetter haben herausgefunden, das Tal vom Inn ist nie netter. Als dort, wo es breiter wird, wo die Landschaft heiter wird, grad noch Artitz. Kaum haben sie den Platz entdeckt, hat schon der Grundstein gelegt zu einem Dorf und das heißt Schkuhl. Und Schkuhl, das steht noch jetzt. Komm mit auf Schkuhl im Engadin. Denn dort ist die Luft noch rein und das Wasser Medizin. Dort kannst fast jeder Sport betreiben. Die von Schkuhl können die Rechnung schreiben. Nimm den Koffer, lieber Schatz, und packe ihn. Und komm auf Schkuhl, ja komm auf Schkuhl im Engadin. Und komm auf Schkuhl, ja komm auf Schkuhl im Engadin. Jetzt die Uhr. Urgroßvetter, die haben da Haufen Hotel gebaut und Menge Städter.
vergiss der Kummer da, den seh im Sommer da und auch im Schnee. Im Schnee kannst schwingen da und sitzen springen da und dicke Wellen riesen da. Was willst du denn auch noch mehr? Komm mit durchs Kuhl in Engadin. Denn dort ist Luft nur rein und das Wasser Medizin. Drum lüt der Liebste da und sägere. Sali, besser gesagt, Allegra. Komm, sonst du nicht die Konsequenzen ziehen und lach mal über anders an im Engadin. Drum komm auf Schul im schönen Unterengadin. Ja, Hans, hallo. Ah, Allegra, Allegra. Einschenken, wenn er kommt. So, da bin ich endlich. Ja. Da haben wir uns heute ein bisschen unterhalten über das alte Jahr. Was das für ein Jahr war. Oder man könnte auch sagen, was man sich auf das Jahr für einen Reim machen könnte. Was man über das Jahr für ein Lied singen könnte. Was das Jahr für ein Bild hinterlassen hat. In der Geschichtsschreibung. Ja, ich sitze nämlich da mit drei Kollegen zusammen, die über Reim, über Lieder, über Bilder etwas verstehen. Nämlich mit dem Liedermacher Toni Vescoli, mit dem Versschmied Max Rüger und mit dem Karikaturist Peter Hürzler. Ist das ein gutes Jahr für Karikaturisten? Sehr gut, jawohl. Sehr gut. Auch glücklich am meisten. Also bei den Maienkäfern würde man sagen, ein Flugjahr. Da gibt es bald auch nicht. Aber es sind keine geflogen dieses Jahr? Keine nein, nein, das ist wahr, ja. Und die Mirage oder der Teiger, die fliegen da noch nicht so richtig, oder? Ist noch mal der von, wie heißt der? Haldenstein. Haldenstein, ja. Der Haldenstein, der Sandstoff. Fliegt ein paar Mal. Zuerst Liedermacher, schlecht und fässlich. Ja, was haben Sie denn so, was hat Sie speziell inspiriert? Über was haben Sie gezeichnet, Karikaturen ja, in diesem Jahr? Verschiedene Themen, unter anderem der Umweltschutz. Es gibt leider in unserem Land immer noch viele Leute, die nicht begreifen, dass wir unsere Umwelt nur können schützen können, wenn man sie zubetoniert. Das ist ein typischer Hürzler. Ich weiß nicht. Man muss sie zubetonieren, um sie zu schützen. Ei, ei, ei. Aber andererseits, ich muss ihnen recht geben, man muss natürlich die Betonmaschinen, Leute und so weiter, die Geld verdienen, auch begreifen. Sie verdienen zwar einen Haufen Geld, aber es ist immer weniger wert. Ja, ja, eben. Die Inflation, das ist auch so ein Thema. Aber die Inflation hat auch seine positiven Seiten. Ja, man kann Banknoten plötzlich ganz anders verwenden. Ja. Ja, und dann bringt es einem natürlich aufs Sparen, oder? Nicht nur Geld muss gespart werden, sondern auch Energie, Treibstoff. Das haben wir ja auch gelernt im letzten Winter. Das ist natürlich dann auch wieder. Ja, ja. Gibt zu Mengen Erfindungen Anlass, eigentlich, wenn man denkt, oder? Die Auto plötzlich mit Ballonen in der Luft rumfliegen, weil sie keinen Treibstoff mehr haben zum selber fahren. Ja, besser als wenn die Chauffeure Ballonen. Aber die Leute werden doch immer umweltbewusster und fitnessbewusster in letzter Zeit. Und auch die Autoindustrie tut dem Rechnung tragen. Zum Beispiel die neue Stadtauto. Das haben Sie erfunden, das Stadtauto? Das ja. Ist eine grossartige Erfindung. Sollten Sie patentieren lassen? Ja, ich habe gewisse Anfragen, aber ich kann da nicht näher darauf eingehen. Von den Rollschuhfabrikanten, oder? Aber leider wird unser Vieh wird immer fühler und träger. Verweichlicht? Total verweichlicht. Unser Rindvieh? Ja. Aber Sie meinen das echte, nicht also das zweibeinige Rindvieh? Ja. Ich glaube, jetzt fällt mir nichts. Ja, nein, ich kann mit dem zweibeinigen Rimpfi einfach so ein bisschen überleiten auf das, was wir ja alle sind. Einfach die Leute, die Tag aus, Tag ein, das ganze Jahr durch vor dem Fernsehkasten hocken und keinen anderen Sport mehr betreiben als den Glottsport. Und eben die Brille brauchen, die sie da auch zum Patent angemeldet haben. Alles angemeldet, jawohl. Ja, der Toni Vescoli müsste in meinen Augen auch etwas zum Patent anmelden, nämlich das Lied, das sie gemacht haben über das Jahr. Bei der Visa. Ja, natürlich. Das ist der richtige Ort, ja. Wie heisst es? So ein Jahr wie das Jahr.
so ein Jahr wie das Jahr, das hat's noch gar nie gegeben. Wir haben's entsprechend genossen, das kann uns niemand nehmen. Ein Herbst, so schön und mild, was meinst du den Jahrgang, wo das gibt? Ausgestürm und die Energie ist halb so wild, denn alle sparen mit. So ein Jahr wie das Jahr, das hat's noch gar nie gegeben. Wir haben's entsprechend genossen, das kann uns niemand nehmen. Keine Teuerung und kein Lohnproblem, auch Mitbestimmung, das ist ja klar. Ein einheitliches Schulsystem, man schätzt den Bauern ihre Ware. Ein so ein Jahr wie das Jahr, das hat's noch gar nie gegeben. Wir haben's entsprechend genossen, das kann uns niemand nehmen. Gell, hast du es gemerkt, wie es gemeint ist? Hast du vielleicht andere Wünsche als ich? Doch jetzt, wo du das Fest mit mir vereint bist, dann siehst du, Gedanken sind im Grunde genommen gleich. Ein so ein Jahr wie das Jahr, was meinst du, könnte es echt das geben? Ich glaube, wir würden es geniessen, das könnte uns niemand nehmen. Ein so ein Jahr wie das Jahr, das hat es noch gar nie gegeben. So ein Jahr wie das Jahr, es wäre schön, es könnte es geben. Sehr schön. Ja. So ein Jahr wie das Jahr. Ein sehr schönes Lied, aber ich glaube, das Jahr ist doch nicht ganz so. Wie haben Sie gesagt? Ich glaube, du weißt, wie es gemeint ist, oder? Ich hoffe, dass alle gemerkt haben. Ja, ich bin da so von Ironiker umgeben, alles so ironisch meinen. Aber in Wirklichkeit ist es ja nicht so ein schönes Jahr. Ich meine, es ist ein Jahr, wo man sich doch vom Wetter angefangen über vieles andere hat müssen ärgern. Über was hat sich der Versenschmied Max Röger geärgert? Ja, zum Beispiel ja, über vieles natürlich, aber auch zum Beispiel über auch Leute, die sich wahrscheinlich über Unnötiges geärgert haben und ich kann mir vorstellen, über Kleinigkeiten. Und dass sie sich jetzt geärgert haben über das positive Lied, das da der Vescoli da plötzlich gespielt hat. Ja, und du spielst jetzt bereits ein bisschen den, der sich ärgert, oder? Ja, einer von denen, was... Mimik schlüsse ich das. Ja, einer von denen, der sich da ärgert über Sachen, die ja gar nicht ärgernswert sind. Ja. Den spielst du uns jetzt vor. Ja, ich sehe das auch. Und wenn ich dich kenne, ärgerst du dich in Vers vor Max, oder? Ja. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ja, dann ärgere dich schön. Ja, gut. Nein. Ärgere dich schlecht. Nein, wirklich, nein. So ein Jahr sein darf halt im Grunde genommen schon nicht wahr sein. Ich habe, so wie ich glaube, 12 Minuten mit Recht aufs 74 geklönt. Das optimistische Gezupfe von Vescoli muss einem ja lupfen. Was der erzählt auf seiner Seite. Der Weiber beispielsweise zu bedenken, der Regazzoni ist nur Zweiter, nicht Champion. Er könnte mich hängen und gelten sie auch ganz privat. Ist die Jahrbilanz eine Katastrophe. Meine Frau hat auf dem Gornergrat den Fuß verstaucht. Beim Tango schwofen. Dazu hatte ich den Pfnüssel, gerade vor einem Bünzner Sängerfest. Ich mit meinem strahlend schönen A lieg als Tenor am Fest im Nest. Das muss einem das Vescoli zupfen. Ja, sie versteht mich wirklich lupfen. Und Ende Mai schon hat der Kespi, das ist mein Sohn, ein glatter Bolle, von so einem ekelhaften Wespi nach einem Stich am Fuß einen Knollen. Im Chew-Club, als der Schluss des Dramas, ist der Kassier ab auf Bahamas. Meine Schwester schmust mit einem Ägypter. Und wenn es so weitergeht, dann bleibt er. Meine Schmine, ästhetisch schön, stinkt neuerdings wie Pest bei Föhn. Und das Schrecklichste am 74. Schon seit dem Februar habe ich den Hitzki. Drum, Sie begreifen, muss einem das Gezupfe vom Vescoli im Rückblick lupfen. Nein, wirklich, nein, so ein Jahr sein darf halt im Grunde genommen schon nicht wahr sein. Vor allem, wenn man als Summarum setzt, der brave Mann denkt an sich, selbst zuletzt. Doch, doch. Sehr elegant. Vor allem die letzten Ziele.
Das ist ja nicht ganz von mir. Frei nach Schiller, ja. Aber hast es elegant umgebogen. Fast so elegant, wie es jetzt sicher schon zu und her geht im Hotel Belvedere bei Vico Doriani. Bonsoir, bonsoir. Schön, dass wir uns wieder treffen heute. Laute, liebe, feine, glatte Leute. Bonsoir, bonsoir. Sich wohl, sich wohl. Ja, ich fühle mich heute ganz besonders wohl. Sie als Gäste von hier bei uns in Schuhe. Grüezi, bonsoir. Silvesterball bei Candlelight und eine hübsche Frau derby, wo ein nur nette Sache seid, ja, da muss in Stimmung sein. Stimmig macht jetzt auch grad der BB. In no time, showtime ist mit dem BB. Es gibt ja doch um eine bessere Band rund um in good old Switzerland, wie die, wo wir da heute auf der Bühne haben. Drum bitte Bühne frei für den BB. Und Musik macht uns alle high, BB. Spielen mit Saft und drei vom Fuß, blasen das letzte Kerzli aus. Jetzt also BB, BB, Lienhardt, komm an! Allegra, jetzt ist der Augenblick zum alles wegen Bundi, Bona. Allegra, so kommt los, die Polen wissen, die formieren wir da. Allegra, ein Wunsch von Herzen, und bitte machen jetzt noch alle mit. Thank you.
wär fein, das wär fein, ja, das wär fein für mich und sie. Das wär fein, das wär fein, auch für die Fremden in Industrie. Im Engadin soll die Luft noch reinziehen und aus Wasser Medizin. Wie jetzt Schuhe soll die Schweiz im nächsten Jahr sein. Ausschnitte aus der Silvester-Sendung Allegra 1974 war das. Max Rüger, wenn du das gesehen hast, jetzt, ist das etwas, das dein Herz ein bisschen höher schlägt? Ja, also höher schlägt. Es hat einfach tötelt. Ich kann mich natürlich nicht mehr im Detail erinnern. Aber so langsam ist es dann wieder ob sich gekommen. Und ich weiss, es war eine recht turbulente Aufzeichnung. Das haben wir dort gehabt. Und was du da gemacht hast als Gedicht, das ist ja ein grossartiger Spruch, das muss man ja auch können. Das ist ja eine Kunst. Wo hast du das überhaupt gelernt? Ich hatte drei wunderbare Lehrmeister. Das ist der Albert Erismann, ein Zürcher Lyriker, der leider vergessen ist. Dann der andere war der Fridolin Tschudi, den kennt man noch. Und dann der Grossseigneur vom Schweizer Kabarett, der C.F. Wosche. Als ich angefangen habe, konnte ich mit ihnen einen Text erarbeitet. Die hat mir manchmal zurückgegeben und gesagt, schreib das nochmal, das kannst du besser. Also diesen Trainern bin ich unglaublich dankbar. Gelehrt in dem Sinn, einfach learning by doing. Durchs Machen und durchs Machen ist ja auch der Fluss gekommen, der schöne Fluss, der nicht krampfhafte Reim hat gebraucht, sondern schön fein, ja, schön subtil. Ja. Ja, Max, was mir aufgefallen ist in diesen Sendungen, immer wieder, wenn ich Sendungen angeschaut habe, aus der Zeit, wo du so aktiv bist, da wird immer geraucht. Ah ja. Hast du nicht gesehen? Du hast die ganze Zeit geraucht. Ich habe dort habe ich noch geraucht. Wann war die Sendung? 74. 74, ja. Also ich meinte dann, also 576 habe ich auf alle Fälle mit Zigaretten total aufgehört. Ja gut, also ich meine, aber es ist noch speziell, vor der Kamera zu rauchen. Und das ist eine Zeit lang gang und gäbe. Ja, das ist ja fast obligatorisch. Oder ja, wie? Das hat man einfach gemacht. Ja, ja, und ihr habt ja hier probiert, auch ein bisschen zu philosophieren, ein bisschen zurückzuschauen auf das Jahr. Wie krampfhaft ist dir das jetzt vorgekommen, wenn du es gesehen hast? Ja, ich mag mich einfach nicht mehr erinnern, was in dem Jahr alles passiert ist. Das ist ganz klar, das ist dann wieder gekommen. Ein paar Sachen habe ich mich jetzt wieder erinnern. Aber im Allgemeinen ist das vollkommen passé. Das und der Toni Vescoli nebendran, ja. Der gerade ein bisschen Haue bekommen hat. Andere, Vico Toriani zum Beispiel. Ja, das ist der Vico. Der Vico, da muss ich jetzt einfach sagen, ich habe vom Hasi geredet, als eine Ikone der Schweizer Unterhaltung. Und für mich der Vico, der war einfach total unterschätzt in der Schweiz. Und viele Leute haben ihn nicht mögen. Dabei war der Vico auch ein wunderbarer Kollege. Ich habe ja ziemlich viel geschrieben für ihn. Und ich habe gefunden, es war ein Entertainer, ein Sänger, der grossartiges gemacht hat und wo etwas hatte, wo sehr wenige hatten, nämlich sehr viel Sinn für Selbstironie. Das war sehr schön. Und es ist ganz komisch, dass, wo er gestorben ist, weg. Es weiss niemand mehr, dass es überhaupt... Die Frage mal so 20-, 30-jährige
Habt ihr jemals etwas vom Vico gehört? C'est passé. Aber trotzdem, ich muss sagen, im Retro kommen solche Leute wieder führen. Das freut einen doch wieder wahnsinnig. Da haben wir wieder solche Wiedersehen. Und es ist spannend, mit dir zusammen das anzuschauen. Ich freue mich, wenn wir das nächsten Freitag wieder machen können an dieser Stelle. Ich freue mich und auch. Es würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, meine Damen und Herren. Danke schön fürs Interesse heute und bis dann. Eine gute Zeit.